My name is Danny Forster. Ich bin Danny Forster. Willkommen bei die größten Projekte der Welt. Ich bin Architekt und reise um die Welt auf der Suche nach den beeindruckendsten Bauwerken. Heute zeige ich Ihnen die Zukunft des Stadionbaus. In Melbourne entsteht eine Sportarena, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat. Das Dachdesign ist revolutionär. Der Wind bläst wie verrückt. Die 1000 Tonnen schwere Hülle besteht aus 2000 Glasdreiecken. Ist das oben? Ja, genau. Die Arena kann in den verschiedensten Farben erstrahlen. Die Leuchtdioden sind das Sahnehäubchen. Und hat einen super strapazierfähigen Rasen. Reißen Sie das mal auseinander. Schaffe ich nicht. Die australischen Architekten heben den Stadionbau auf ein neues Level. Hier ist nichts überflüssig, alles wurde im Design integriert. Auf die Zuschauer wartet das ultimative Fanerlebnis. Ich bin in Melbourne, der selbsternannten Sporthauptstadt der Welt. Melbourne liegt im Südosten Australiens und ist die zweitgrößte Stadt des Landes. Hier leben rund 4 Millionen Menschen. Egal ob Cricket, Fußball, Aussie Rules Football, Tennis oder Rugby, ist ein Ball involviert, kommen die Melbournians und jubeln wie verrückt. Die Melbournians sind so sportbesessen, dass sie ihrer Leidenschaft einen ganzen Stadtteil mit 5 verschiedenen Stadien abgetreten haben. Hier steht auch das größte Cricket-Stadion der Welt. Obwohl sie einen ganzen Sportstadtteil haben, in dem über 1/4 Million Menschen Sport live miterleben kann, gibt es in Melbourne kein Stadion für Fußball und Rugby. Bis jetzt. Melbourne baut gerade den rund 180 Millionen Euro teuren AAMI Park. Ein Stadion für 30.000 Zuschauer, speziell für Rugby und Fußball. Hier wird man Sport hautnah erleben. Die Leute sollen merken, dass es besser ist, ein Spiel live zu sehen, als zu Hause zu sitzen. Ihr größter Feind ist nicht ein größeres Stadion, sondern das Fernsehen? Wir bauen nicht größer, sondern besser. Das neue Stadion besticht vor allem durch sein einzigartiges Design. Das Melbourne Rectangular Stadium verbindet traditionelle Elemente der Stadionarchitektur mit innovativen Ideen zu einer neuen, super effizienten Hybridform. Alles beginnt mit einer geodätischen Kuppel. Dieser kugelförmige Körper besteht aus vielen kleinen, durch eine Fachwerkkonstruktion verbundenen Dreiecken. Diese Bauweise ist extrem stabil. Für die Außenhülle des Stadions haben die Architekten die Kuppeln aufgeschnitten und insgesamt 20 von ihnen miteinander verbunden. Dadurch entstehen 2 riesige Bögen auf der Längsseite und 2 kleinere auf der kürzeren Seite. Das Ergebnis? Eine völlig neuartige Dachkonstruktion. Dieses Gebäude ist revolutionär im Stadionbau? Ja, wir glauben, das ist die nächste Generation. Es würde mich nicht überraschen, wenn diese Konstruktionsweise zu einem völlig neuen architektonischen Konzept führt. Das neue Dachdesign wird Bioframe genannt. Der Bau ist eine Herausforderung, denn die Hülle aus Halbkugeln ist eine freitragende Struktur. Das Gewicht der einzelnen Kuppeln wird an die Gradbögen weitergegeben und von dort aus in den Boden geleitet. Die Verbindungsstücke zwischen den Gradbögen sind die entscheidenden Elemente der ganzen Konstruktion. Ohne sie muss die Außenhülle gestützt werden. Das trägt sie noch nicht? Nein, das Dach ist nicht freitragend. Es wird noch gestützt. Bis jetzt wird die Dachhülle also mit einem Gerüst abgestützt. Und demnächst soll sie sich selbst tragen? Das geschieht durch das Festziehen der tragenden Verbindungselemente. Wir dürfen nicht mehr als 0,5 Millimeter Luft haben. Ein Millimeter ist unglaublich wenig. Hier ist es nur 0,5 Millimeter. Die Verbindungsstelle muss wie aus einem Guss sein. Deswegen stecken die Arbeiter dünne Bleche in die Zwischenräume. Damit alles festsitzt. Ziel ist es, die Belastung an den Verbindungspunkten zu reduzieren.
Die unvermeidbare Bewegung der Dachbalken würde die Bolzen mit der Zeit abnutzen und die Statik des Gebäudes gefährden. Deshalb kommen sogenannte Zwischenlagen aus Metall zum Einsatz, die zwischen beiden Verbindungspunkten stecken. Biegt sich das Dach, absorbiert das Blech die Bewegung und vermindert dadurch die Belastung der Bolzen. Wenn die Bleche sitzen, fangen wir mit dem Schrauben an. Her mit dem Schraubenschlüssel. Warum markieren Sie das? Um zu sehen, wie weit ich drehen muss. Eine halbe Drehung pro Bolzen. Genau. Das ist ein sehr präzises Schrauben. Wir dehnen den Bolzen. Das ist sehr genau. Oben ist der rote Strich, unten der gelbe. Wenn der rote auf dem gelben ist, wurde der Bolzen um 180 Grad gedreht. Zu viel und der Bolzen bricht. Zu wenig und die Verbindung ist zu locker und die Dachhülle ist instabil. Sie haben gerade genug Spannung für alle Zeiten erzeugt. Ja, und Bob ist dein Onkel. Australisch für und schon ist die Sache erledigt. Wenn alle Bolzen richtig angezogen sind, kann der nächste große Schritt geschehen. Die Beseitigung der temporären Megastützen. Die Stützen halten das Dach 25 Meter hoch in der Luft. Um sie zu entfernen, müssen die Arbeiter deshalb erstmal ein Baugerüst aufstellen. Nachdem alle Schrauben angezogen sind, kann aus diesem geodätischen Kuppelkragendach ein stabiles, freitragendes strukturelles Gebilde werden. Das bedeutet, die Stützen werden nicht länger gebraucht. Um sie zu entfernen, muss ein Gerüst her. Das Ganze funktioniert so. Die Stützen im Stadion werden der Reihenfolge nach abgebaut. Sind sie weg, kommt das Baugerüst zur nächsten Stütze. Die hier wurde gerade abmontiert und das Gerüst rückt an die nächste Position. Dale, was machen wir mit diesem Gurt? Den befestigen wir am Gerüst, um es zur nächsten Stütze zu bringen. Jetzt sofort? Dale wartet nicht. Wie geht das? Das wickelt man zweimal drum. Jedes Gerüstteil wiegt etwa 2 Tonnen. Um es zu transportieren, muss es fachmännisch am Kran befestigt werden. Das Gerüst hängt an den Seilen, die jetzt mit dem Kran verbunden sind, an allen 4 Ecken. Das heißt, wir verschwinden und der Kran legt los. Der Kran hebt an und das Gerüst hebt ab. Und es schwebt von hier nach da drüben. Zur nächsten Stütze. Das Teil ist in der Luft. Wenn es runterkommt, stellt man zuerst die Höhe der Stützen ein. Bevor das Gerüst seine endgültige Position erreicht, werden die Stützen justiert. So steht das Gerüst fest auf der gestuften Zuschauertribüne. Die Höhe der Beine richtet sich nach den Stufen. Je höher die Stufen, desto kürzer. Die ersten Stützen sind 8 Meter hoch, die nächsten 7, die letzten 6. Die Jungs haben es geschafft. Das Gerüst steht. Jetzt können wir rauf und die Megastützen abbauen. Dann haben wir ein freitragendes Dach. Die Nord- und die Südseite des Dachs beschreiben eine Katenoide oder Kettenlinie, also einen umgekehrten Bogen. Dieser Bogen wurde bis jetzt von diesen 4 Megastützen hinter mir getragen. Sie funktionieren wie Tischbeine. Aber heute werden wir diese Stützen entfernen. Sind sie weg, wird der Bogen sein eigenes Gewicht tragen. Die Südseite der Dachhülle wird zum ersten Mal frei in der Luft schweben. Wir entfernen jetzt die Stützen an der Südseite. Als Sicherheitsmaßnahme haben wir ein paar Balken unter der Struktur aufgestellt, falls sie sich stärker durchbiegt als erwartet. Alles klar? Ob mit der Arbeit begonnen werden kann, hängt allerdings noch vom Wetter ab. Zu heiß und der Stahl kann sich dehnen. Zu windig und das Dach kann sich von den Stützen lösen. Hier unten ist es relativ windstill, aber in 25 Meter Höhe kann das ganz anders aussehen. Deshalb messen die Leute im Turmkran den Wind. Über 70 Kilometer pro Stunde und die Sache wird abgeblasen. Die Windgeschwindigkeit beträgt 55 Kilometer pro Stunde und liegt damit im zulässigen Bereich.
Wir können gleich anfangen. Was war das? Das war ich, vor lauter Aufregung. Sie müssen aufpassen. Da oben können Sie nicht mit dem Funkgerät spielen. Wir haben nur einen Kanal. Ich bin nur so aufgeregt, dass wir die Stützen abbauen. Und da habe ich einfach den Knopf gedrückt. Ich werde es jetzt ausmachen. Wenn Sie jetzt schon so aufgeregt sind, wie soll das erst oben werden? Ich mache es jetzt aus. Das ist besser. Wir gehen rauf. Ich stehe jetzt ganz oben auf dem Gerüst, auf der gleichen Höhe wie das obere Ende dieses Pfeilers. Das hier ist die Megastütze. Sie trägt die gesamte Last des Daches über mir. Wir werden die Last jetzt von der Stütze auf diesen Hydraulikheber verlagern. Wenn der Heber das Gewicht übernommen hat, lassen wir ihn langsam herunter. Das Dach wird dann nicht mehr von der Megastütze gehalten, sondern wird sich selbst tragen. Wie bei einem Wagenheber. Wir senken das Auto bzw. das Dach langsam ab. Aber statt auf den Boden zu fallen, wird es in der Luft schweben. Heftig. In der Tat. Zuerst fahren wir den Hydraulikheber nach oben. Dadurch wird das Gewicht des gesamten Daches auf ihn übertragen. Sehen Sie das? Eine Lücke. Wie groß ist die Last? 48 Tonnen. Wir haben 479 kN. Die Stunde der Wahrheit. Die Abstandshalter werden entfernt. Rausziehen und nach links drehen. Bis zu diesem Augenblick lagerten die 48 Tonnen noch auf diesen Stahlblöcken. Aber jetzt wird das ganze Gewicht auf den Hydraulikheber verlagert. Wir senken jetzt ab, auf mein Kommando. 3, 2, 1, D-Jack slowly. Sollte sich das Dach um mehr als die erwarteten 15 cm absenken, wird der Vorgang sofort abgebrochen und jedes Verbindungselement erneut überprüft. 20, 15, 10 and holding at 5. Die Absenkung war ein voller Erfolg. Die Südseite der Stadionhülle ist jetzt eine freitragende Einheit. Der Hydraulikheber stützt das Dach nicht länger. Da ist eine große Lücke, aber das Dach hält. Mit dem Entfernen des vierten und letzten Bolzens haben wir jetzt eine völlig freitragende Konstruktion. Die Stütze hat keine Funktion mehr. Das Dach über meinem Kopf schwebt in der Luft. Melbournes Architektur ist so vielfältig wie die Stadt selbst. Von hochmodernen Wolkenkratzern bis hin zu historischen Gebäuden. Während Sydney von einem einzigen Opernhaus geprägt wird, definiert sich Melbourne über viele verschiedene architektonische Wahrzeichen. Und es ist kein Zufall, dass das neueste Wahrzeichen eine Sportarena ist. Wenn Sie ein Stadion dieser Größenordnung bauen, geht es nicht nur um Sport. Nein, es geht auch um die Zukunft und die Sehnsüchte unserer Stadt. Sport ist wichtig hier. Ja, Sport und Kunst werden in Melbourne sehr ernst genommen. Es gibt hier eine lebendige Kunstszene und eine große Sportkultur, die immer öfter aufeinandertreffen. Und in diesem Projekt geht es darum, das eine mit dem anderen zu verbinden. Die Ästhetik des Stadions ist ein wichtiges Element, aber der Gebäudekomplex muss auch funktional sein. Die Architekten haben beides erreicht und der Schlüssel zum Erfolg liegt im komplizierten Dreiecksnetz der Außenhülle. Die Geometrie der Fassade wirkt sich auf alle Aspekte des Fanerlebnisses aus. Ganz gleich, ob man auf der Tribüne sitzt oder nicht.
Wie jeder Fan stehe ich irgendwann mal auf, um auf die Toilette zu gehen, ein Bier zu holen oder Freunde zu treffen. Was tun? Ich gehe durch diesen Gang nach links und kaufe mir an der Bar ein Bier und was zu essen. Aber das wirklich Tolle ist, dass ich dank der gewölbten Dachhülle diesen riesigen hohen Raum habe und einen Blick auf die Stadt. Aber die Architekten dachten nicht nur an die Aussicht. Im Sommer liegen die Temperaturen in Melbourne bei über 40 Grad. Und ein Gebäude aus Glas bietet keinen Schutz vor der Hitze. Deswegen wurden die Dreiecke aus zwei verschiedenen Materialien gefertigt und in einem ausgeklügelten Muster angeordnet. Glas für die Aussicht und Aluminium für den Schatten. Dadurch wirkt das Stadion leicht und offen, bietet aber gleichzeitig kühlenden Schatten an einem heißen Sommertag. Insgesamt 440 Glaspaneele umhüllen das Stadion und jedes ist mit einem von drei unterschiedlichen Punktrastern beschichtet. In Australien kommt das stärkste Sonnenlicht aus dem Norden. Deswegen ist das Raster hier dichter. Mehr Punkte, weniger Sonne. Auf der Westseite des Stadions hat man einen tollen Blick auf die Stadt. Man reduziert also die Punkte und bekommt eine bessere Aussicht. Von außen sieht das so aus, als ob es einfach um den Look geht. Doch eigentlich basiert das Muster auf der Funktionalität des Gebäudes. Die Installation der Glaspaneele ist höchst kompliziert, denn es gibt nicht nur drei verschiedene Beschichtungen zu beachten. Kein Dreieck gleicht dem anderen. Sie sind zwischen 2,7 und 5,5 Meter lang und können aus bis zu 6 verschiedenen Paneelen bestehen. Hier kann nichts kaputt gehen, wenn es runterfällt, oder? Weil die Dreiecke eine Kuppelform bilden sollen, muss jede Glasscheibe in einem unterschiedlichen Winkel montiert werden. Damit sie nicht aus der Stahlgitterfassung fallen, werden sie mit Silikon versiegelt. Diese Einzelteile aus Stahl und Glas werden durch das Silikon zu einer soliden Einheit. Genau, wenn wir das Silikon einspritzen, müssen wir darauf achten, dass es hinter die Scheibe gelangt. Vor der Anwendung wird getestet, ob das Silikon und der Härter auch gut miteinander vermischt sind. Etwas aufs Papier für den Schmetterlingstest. Wenn ich jetzt Schmetterlinge und Wolken sehe, habe ich keine Persönlichkeitsstörung. Aber wenn ich darin was Böses erkenne... Oh, Sie sagten Schmetterlings, nicht Rorschach-Test. Worauf achten wir? Dass alles gleichmäßig schwarz ist. Wenn wir noch was Weißes sehen, bindet das Silikon vielleicht noch nicht. Genau, dann muss man es nochmal mischen. Was meinen Sie? Das ist gut. Ich sehe eine Schaukel und einen Hund, der über einen Regenbogen springt. Eine Nacktschnecke. Was? Eine Nacktschnecke. Sie haben Probleme. Man spritzt das Zeug langsam und gleichmäßig und füllt alle Ritzen damit aus. Nach 24 Stunden ist das Silikon ausgehärtet und das Panel kann eingesetzt werden. Allerdings sind nur etwa 20% der Fassade mit Glas verkleidet. Schließlich geht es nicht nur um die Aussicht, sondern auch darum, nicht zu schwitzen. Überall dort, wo die Zuschauer sitzen, befinden sich Aluminiumpaneele. Gleich werden wir eins davon ganz oben auf dem Gebäude anbringen. Das ist also die Nordwestfassade. Und wo soll das Panel hin? Genau dahin. Dort, wo schon das Gerüst steht. Obwohl die Dreiecke von weitem alle gleich groß aussehen, ist jedes anders. Keins ist gleich. Nicht nur ist jedes Panel anders, sie alle haben auch eine unterschiedliche Ausrichtung. Was bei einem Element oben ist, kann beim nächsten unten sein. Und das muss man festlegen, bevor das Panel nach oben gehievt wird. Oben, Mitte, unten. Das ist oben? Ja. Das ist sehr verwirrend. Ich sehe keinen Unterschied zwischen oben und unten. Um die Paneele in der richtigen Ausrichtung nach oben zu befördern, werden sie an mehreren Ketten befestigt. Diese verschiebbaren Halterungen erleichtern die Verankerung im Stahlgerüst. Am Stahlrahmen sind feste Halterungen, auf den Paneelen verschiebbare. Wir wissen nicht genau, wo der Verbindungspunkt sein wird. Diese beweglichen Halterungen erleichtern uns die Arbeit enorm.
Egal wie kompliziert die Architektur, es geht doch nichts über Klebeband. Unser bester Freund. Wir machen dieses Ding hier fest. Fertig. Panel Nummer 044, das 1500. von 2400 Paneelen, wird gleich ganz oben installiert und ein Teil der Fassade werden. Das Team hat weniger als 3 Monate Zeit, um die letzten 900 Paneele zu installieren. Da drüben? Ja. Sie müssen täglich 25 Paneele einsetzen. Wie viele waren es heute schon? 11. Wie wissen Sie das so genau? Das markiere ich mir auf der Hand, so habe ich keinen Papierkram. Sie haben heute 11 Paneele installiert. Richtig. Das 12. ist bereits unterwegs. Das Teil schwebt etwa 45 Meter über mir. Und gleich wird es genau hier, in diese dreieckige Lücke, herabgesenkt werden. Michael, ist das die endgültige Position? Genau. Die größte Gefahr beim Einpassen des 400 Kilo schweren Panels besteht darin, sich die Finger einzuklemmen. Die bewegliche Halterung muss in diesen Befestigungswinkel, der wie ein Scharnier funktioniert. Es gibt insgesamt 9 Verbindungsstellen. Die Schwierigkeit besteht darin, die Bolzen in die Löcher zu bekommen. Außerdem schaukelt der Wind das Aluminiumdreieck hin und her. Wir müssen also höllisch aufpassen, dass wir uns hier nicht die Finger einklemmen. Aber auch, weil sich das Panel bewegen wird. Das Dreieck reagiert auf den Wind wie ein Segel. Das ist ein sehr steiler Winkel. Sobald die erste Ecke eingepasst ist, müssen wir das obere Ende nach unten kippen. Runterziehen. Der Wind bläst wie verrückt. Ich halte unten fest, während das obere Ende eingesetzt wird. Hier klemmt man sich schnell den Finger. Etwas weiter rüber? Die Ecke muss weiter runter. Weiter rüber. Wir haben's. Geschafft. Die Halterungen werden jetzt festgeschraubt. Danach können die Ketten abgenommen werden und das Aluminiumpanel wird nun zu einem dauerhaften Teil dieser unglaublichen Fassade. Das ist das Etihad Stadium. Hier wird Aussie Rules Football gespielt. Ein weiterer Sport, den die Melburnians lieben. Das Gebäude ist ein Beispiel für die traditionelle Bauweise von Stadien. Alle funktionalen Elemente stehen für sich allein. Man erkennt deutlich das Dach, die Stahlkonstruktion, die Treppenaufgänge. Alles Einzelteile, die man wie zufällig zusammengewürfelt hat. Das ist das genaue Gegenteil vom Melbourne Rectangular Stadium. In Melbournes neuestem Stadion, AAMI Park, wird die bauliche Integration großgeschrieben. Die Bioframe genannte Außenhülle übernimmt mehrere Funktionen. Sie ist zugleich Dach, Fassade und Kühlanlage. Um eine Analogie zum Sport zu verwenden, im australischen Football kommt es auf jeden Spieler an. Alle sind hoch motiviert. Das gleiche gilt für dieses Gebäude. Es soll mehr leisten mit weniger. Im Football oder Rugby müssen alle mit anpacken. Jeder muss sein Bestes geben. Und in Ihrem Projekt hat jedes Stück Stahl eine dreifache Funktion. Richtig. Eine der wichtigsten Aufgaben der Stadionhülle ist das Auffangen von Regenwasser. Melbourne leidet seit vielen Jahren unter einer extremen Dürre. Der durchschnittliche Niederschlag liegt bei unter 50 mm pro Monat. Wassermanagement spielt beim Bau eine wichtige Rolle. Ja, in ganz Melbourne. Der Wasserverbrauch in einem Stadion ist ungewöhnlich. Die meiste Zeit der Woche wird ein Stadion nicht benutzt. Aber in der Halbzeit eines Fußball- oder Rugby-Spiels gehen alle zur Toilette. Die Leute sitzen rum, trinken eine Menge Bier und wollen die letzten Minuten der ersten Halbzeit nicht verpassen. Also rennen sie alle zur selben Zeit zur Toilette. Sie spülen und waschen sich alle die Hände. Der Wasserbedarf für diese kurze Zeitspanne ist dabei enorm. Wie handeln Sie das? In diesem Gebäude wird das Regenwasser vom Dach aufgefangen und steht dann später für die Toilettenspülung zur Verfügung. Jährlich können ca. 7,5 Millionen Liter Wasser recycelt werden, über ein geniales Regenrinnensystem in der Außenhülle des Stadions.
Normalerweise gilt bei Regenrinnen die Regel, aus den Augen, aus dem Sinn. Wenn ich ein tolles Haus entwerfe, will ich die hässlichen Dinger nicht sehen. Jeder versteckt sie. Aber Sie haben sie zu einem der auffälligsten Blickpunkte des ganzen Gebäudes gemacht. Stimmt, die stechen ins Auge. Jede dieser schwarzen Linien, die die Paneele voneinander trennen, ist eine Regenrinne. Richtig. Die Regenrinnen sammeln das Regenwasser, das von den Glas- und Aluminiumpaneelen strömt, und leiten es in einen unterirdischen Sammeltank. Er befindet sich 6 Meter tief unter dem Stadion und fasst 8 Millionen Liter. Um ihn zu füllen, wurden 20 Kilometer Regenrinne verlegt. 15 Mal so viel wie bei einem normalen Stadion. Was ist das? Das ist eine Regenrinne. Davon haben wir hier etwa 3.500. Sieht wie eine ganz normale Regenrinne aus. Das Wasser läuft rein, es gibt ein leichtes Gefälle, es strömt ins Fallrohr und wird vom Haus weggeleitet. Bei diesen Regenrinnen handelt es sich allerdings um Maßanfertigungen. Welche jetzt? Nummer 2. Jedes Stück ist mit einer Markierung versehen. Diese Nummer 2 passt nur in die Lücke mit der Nummer 2. Ist das die richtige? Ja. Die Rinnen rasten nahtlos in die Zwischenräume ein. Wir drücken es etwas zusammen. Das geht von allein. Zuerst wird es zusammengedrückt und schnappt dann ein. Ist es eingerastet? Kann es nicht mehr verrutschen. Es wird von den Paneelen gehalten. Ganz schön clever, was? Ihre Idee? Ziemlich brillant. Nachdem die Regenrinnen am Bioframe festgeschraubt sind, werden die Enden zugeschnitten und abgerundet. An den Schnittpunkten, wo 6 Rinnen aufeinandertreffen, werden die Enden versiegelt. Es ist ein Wahnsinnsgebäude. Es ist wirklich ein sagenhaftes Stück Architektur. Es ist irre zu sehen, wie es Form annimmt. Das muss mit das Beste am Job sein. Zu sehen, wie das Gerüst entsteht, die Paneele eingesetzt werden und das Gebäude Form annimmt. Wie jedes andere Dachelement haben auch die Regenrinnen noch eine zweite Funktion. Die wird allerdings erst sichtbar, wenn die Sonne untergeht. An den Knotenpunkten beherbergt das Regenrinnensystem eine Hightech-LED-Anlage mit über 1500 Lichtern. Scheinwerfer funktionieren hier nicht, weil sie entweder zu helle oder zu dunkle Lichteffekte erzeugen. Also haben sie die Geometrie des Gebäudes mit Lichtern betont. Und damit den Bioframe hervorgehoben. Ein Künstler wurde damit beauftragt, verschiedene Lightshows zu entwerfen, die das Gebäude erhellen sollen. Von Sonnenaufgängen bis hin zu den australischen Nationalfarben. An Spieltagen soll das Stadion in die Teamfarben getaucht werden und mit Lichtern und Farben auf die Zuschauer und den Spielstand reagieren. Die LED-Anlage ist das Sahnehäubchen für ein Gebäude mit so vielen einzigartigen Eigenschaften. Das Tolle ist, dass sie die Leuchtdioden an den Kuppeln anbringen. Sie sind keine Fremdkörper, sondern werden in das Design des Gebäudes mit eingearbeitet. Sie werden eins mit dem Bauwerk. Die Leuchtdioden werden dort installiert, wo 6 Paneele aufeinandertreffen. Sobald die Regenrinnen verlegt wurden, kommt das LED-Team zum Einsatz. Sie müssen 1544 Leuchtdioden installieren und jede wird an einen Knotenpunkt geschraubt. Ja, aber wir haben ein Problem. Die Hebebühne funktioniert nicht. Das passiert mir bereits zum 17. Mal. Dabei bin ich gar nicht so schwer. Das Problem bist du. Mein rundlicher, kleiner Kameramann. Er sucht einen Spiegel. Dank seiner Völlerei sitzen wir fest. Wir haben Ballast abgeworfen. Zwar fehlt uns jetzt wichtiges Werkzeug, aber wir haben das erlaubte Gewicht erreicht. Los geht's. Bei der Fahrt nach oben hat man einen tollen Blick auf die Fassade. Hier sind die Aluminiumpaneele und die Regenrinnen, durch die das Regenwasser abfließen wird. Folgt man ihnen nach oben, kommt man an die Schnittstelle von 6 Paneelen. An dieser Stelle wird die Leuchtdiode angebracht.
Obwohl es sich nur um ein kleines Licht handelt, wirft es das traditionelle Beleuchtungskonzept über den Haufen. Normalerweise wird ein Gebäude von außen angestrahlt. Aber hier ist die Beleuchtung Teil des Bauwerks. Selbst die Regenrinnen haben damit eine zusätzliche Aufgabe übernommen. Hier ist nichts überflüssig. Alles wurde im Design integriert. Um die Leuchtdiode zu befestigen, werden 4 kleine Löcher gebohrt und mit Silikon gefüllt. Das schützt sie gegen Wasser. Jetzt haben wir 4 Löcher, in die wir die Halterung für die Leuchtdioden schrauben können. Das ist der letzte Schliff. Vom Stahlgerüst über die Paneele und die Regenrinnen bis hin zu den LED-Lichtern. Dieses Stadion ist unvergleichlich. Wenn in ein paar Monaten das erste Tor fällt und die Fans ausrasten, wird das Stadion mit seinen Farben ganz Melbourne verkünden, was in dem neuen und revolutionären Stadion passiert. Nach seiner Eröffnung wird das AAMI Park Stadion 3 Profiteams aus Melbourne ein neues Zuhause bieten. Darunter die Melbourne Victories, Australiens erfolgreichster Fußballclub, und Melbourne Storm, die zweimaligen Rugby-Champions. Um wirklich zu begreifen, wie bedeutsam das neue Stadion ist, muss man einen Vergleich anstellen. Das ist das Olympic Park Stadium. Es wurde für die Olympiade 1956 gebaut. Das eher bescheidene Leichtathletikstadion ist kein sehr angemessenes Zuhause für Melbourne Storm. Abgesehen davon, dass es überholt ist, hat der Olympic Park einen großen Makel. Das fehlende Fanerlebnis. Während ich auf der Tribüne ausflippe, spielt mein Team da drüben, hinter der Laufbahn. Aber all das wird sich bald ändern. In wenigen Monaten werden sie hier ihre Heimspiele abhalten. Im neuen Stadion wird es Luxuslogen geben, optimale Trainingsmöglichkeiten und Platz für doppelt so viele jubelnde Fans, die jetzt ganz nah am Spielfeld sitzen. Ihr werdet die neue Saison hier als amtierende Weltmeister eröffnen. Das wird bestimmt irre werden. Die Tribünen sind gigantisch. Wenn wir zum ersten Mal aufs Spielfeld laufen, werden die Schreie ohrenbetäubend sein. Das werden wir sicher lange Zeit genießen. Das Stadion muss nicht nur den Massen gröhlender Fans standhalten, sondern auch eine der brutalsten Sportarten der Welt verkraften. Im Rugby wird weder auf die Mitspieler Rücksicht genommen, noch auf den Rasen. Letzterer muss einiges wegstecken können, und zwar auf lange Sicht. Rugby-Spieler haben es in erster Linie auf den Gegner abgesehen, zerfetzen dabei aber den Rasen. Diese großen Kerle drehen sich schnell und bilden immer wieder einen Pulk. Und sie stoßen sich dabei vom Rasen ab. Es gleicht einem umgekehrten Tauziehen. Wenn der Rasen das nicht aushält, fallen sie hin. Aber nicht nur die Beanspruchung durch die Spieler ist ein Faktor. Auch das Wetter spielt eine große Rolle. Regen hält sie nicht ab? Nein, wir wollen Sport gucken. Komme, was wolle. Genau. Damit das Spielfeld auch bei Regen bespielbar bleibt, wird unter dem Rasen eine Schicht Sand verlegt. Allerdings wird Sand zum Problem, wenn 26 schwere Rugby-Spieler auf den Platz kommen. Das Wasser muss schnell abfließen können, dafür ist Sand ideal. Aber er bietet keinen festen Untergrund. Sand ist lose. Die Lösung? Dem Sand werden kleine Kunstfasern beigemischt, an die sich die Rasenwurzeln klammern können. Dadurch entsteht eine extrem widerstandsfähige Tragschicht. Das ist ein Rasenstück. Es ist 5 cm dick. Oben wächst das Gras, unten ist die Sandschicht. Und hier sieht man, wie sich die Graswurzeln mit den Kunstfasern verfilzen. Dadurch entsteht ein unverwüstlicher Untergrund. Reißen Sie das mal auseinander. Na los! Schaffe ich nicht. Schwächling. Ich kann es nicht zerreißen. Genau. Das ist revolutionär. Ja. Wo gibt's das noch? In den USA und in Südafrika. Also überall, vom Super Bowl bis hin zur Fußball-WM? Richtig. Der Rasen muss ein Jahr lang wachsen, bis er verlegt werden kann. Jeden Tag kommen 10 Laster mit jeweils 20 Rasenrollen im Stadion an.
In den letzten 3 Tagen wurden etwa 750 Rollen verlegt. 3/4 des Spielfelds sind bereits begrünt. Wenn die Arbeiter fertig sind, bedecken etwa 15 Kilometer Rollrasen das Spielfeld. Sobald sie den Rasen ausrollen, wachsen die Wurzeln nach unten und verankern die Stücke im Boden. Sie wachsen auch seitwärts und verknüpfen die einzelnen Stücke miteinander. Was wir heute verlegt haben, kann schon am Abend bespielt werden. Der Rasen wird mit dieser Maschine ausgerollt. Sie kann eine 15-Meter-Rolle in nur 5 Minuten verlegen. Danny, jetzt sind Sie dran. Diese Rasenrolle ist Ihre. Immer schön gerade fahren und abrollen. Bereit? Ich komme rauf. Rauf, runter, vor, zurück. Ganz schön holprig und man darf keine Spuren im perfekten Rasen hinterlassen. Deshalb legen die Jungs da vorne die Bretter aus. Die Maschine schiebt die Rolle an den bereits verlegten Rasen heran, damit eine nahtlose Fläche entstehen kann. Wie habe ich es gemacht? Sehr gut. Etwas langsamer, aber nicht schlecht. Jetzt muss ich nur noch den Sand wegfegen. Keine Helme beim Rugby? Nein, wofür denn? Unglaublich. Immer die gleiche Antwort. Wer braucht schon einen Helm? Richtig. Wir schlafen ja auch nicht mit Licht an. Damit ist alles gesagt. Warum sollte man also bei einem so aggressiven Sport einen Helm tragen? Aber nicht nur die Spieler sind ruppig. Auch die Fans teilen aus. Die Sitze können davon ein Lied singen. Ich verfolge hier also nicht nur das Spiel, ich bin richtig dran beteiligt. Ja, sehr sogar. Und in Melbourne heißt das auch Stühle zerbrechen. Manchmal. Die Fans springen drauf, treten sie, schütten ihr Bier drüber. Manchmal geht eine Leuchtrakete hoch. Auf der Tribüne? Das kann durchaus passieren. Das ist erlaubt? Nein, aber sie machen es trotzdem. Im alten Stadion haben die Melbourner Fans bis zu 25 Stühle pro Spiel zerstört. Es dauerte rund 20 Minuten, einen Stuhl zu ersetzen. Im neuen Stadion muss das schneller gehen, denn hier finden bis zu 2 Spiele am Tag statt. Die Stühle, die sie ausgesucht haben, hat dieser Mann gebaut. Steve. Man schaut zu, betrinkt sich und versucht einfach mal einen Stuhl zu zerstören. Unverwüstlich. Der Stuhl besteht aus Polypropylen, das zusätzlich mit Glas und Nylonfasern versetzt wurde. Im Inneren der Sitzfläche ist der Stuhl durch Rippen verstärkt. Insgesamt hält er ein Gewicht von bis zu 180 Kilo aus. Bereit, Steve? Ein kleiner Schlag, genau dahin. Fühlst du das? Du machst Witze. Nochmal. Ich habe Ihren Stuhl kaputt gemacht. Alter Stuhl raus, neuer rein. Wie läuft's? 15 Sekunden sind um. Die Sitze sind an einer Leiste angebracht, die im Beton verankert ist. Wie ein Reifenwechsel bei der Formel 1. 45 Sekunden. Etwas über eine Minute. Und fertig. Ein neuer Stuhl in nur 1 Minute und 5 Sekunden. Der Stuhl ist perfekt, mein Hintern sitzt bequem. Gut gemacht. 31.000 Stühle, die brutalsten Schlägen standhalten, aber in nur 1 Minute ausgetauscht werden können. Die Bioframe-Hülle ist nicht nur ästhetisch, sondern auch wirtschaftlich interessant. Um die mehr als 30.000 Zuschauer gegen Wind und Wetter zu schützen, ist nur etwa halb so viel Material nötig wie bei einem konventionellen Dach. Vor 2 Tagen wurde ein wichtiger Meilenstein erreicht. Das Dach stand zum ersten Mal auf seinen eigenen 2 Beinen. Heute kommt der erste Test.
Das ist ein 13,7 Tonnen schwerer Flutlichtmast. Einer von vieren. Gleich werden wir ihn in die Luft heben und auf der Eckkuppel installieren. Damit wird das freitragende Dach zum ersten Mal eine Extralast tragen. Die Stützen wurden entfernt, das Dach trägt sich jetzt selbst. Wie wird das auf die zusätzliche Last reagieren? Wir erwarten, dass sich das Dach etwa 45 mm nach unten und 45 mm nach vorn absenken wird. Der Lichtmast wird über das Dach ins Stadion hängen. Richtig. Dabei wird er die Kuppel runter und gleichzeitig nach vorne drücken. Genau. Kaum ist die Stütze entfernt, kommt schon der Lichtmast. Hier geht's voll zur Sache. Gutes Tempo. Die ersten Karten sind verkauft. Die Karten sind raus. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. So ist es. Ist bei der Konstruktion des Daches auch nur der geringste Fehler passiert, wird der fast 14 Tonnen schwere Mast die Kuppel zu sehr absenken und das Tragwerk könnte brechen. Um das Spielfeld optimal auszuleuchten, neigt sich der Mast um genau 20 Grad nach vorn. Zwei Kräne sind nötig, um ihn in die richtige Position zu manövrieren. Der erste Kran hebt den Lichtmast an. Der zweite dreht ihn um 90 Grad und bringt ihn in die richtige Position, sodass er in dieses Stahlgerüst oben auf dem Dach passt. Es gibt einen guten Grund, warum die Winkel hier so genau überprüft werden. Diese drei Pfeiler verbinden den Mast nämlich mit dem Stahlgehäuse. Die Winkel müssen schon jetzt stimmen, wenn der Mast problemlos eingesetzt werden soll. Dann muss man ihn nur noch festschrauben. Was sagt die Wasserwaage? Sieht gut aus. Die Winkel stimmen überein? Ja. Also hoch damit. Bereit? Ja. Ich stehe oben auf der Eckkuppel und zu meiner Rechten kommt der Mast angeschwebt. Hier zu meiner Linken soll er hin. Er kommt runter, noch 3 Meter. Jetzt ist es noch einer. Er kommt immer weiter runter. Der Wind frischt auf. Der Mast ist wie ein riesiges Segel aus Stahl. Der Wind dreht ihn hin und her. Die Männer versuchen verzweifelt, die drei Verbindungspunkte einzupassen. Aber sie müssen 13,7 Tonnen Stahl mit der bloßen Hand manövrieren. Der Wind ist nicht nur ein Problem für die Arbeiter, sondern auch für die Dachhülle. Nachdem die Stützen entfernt wurden, ist die freitragende Struktur anfälliger für Windlasten. Unser Vermesser überprüft gerade die Ausrichtung. Der Wind ist noch kein großes Problem, aber wir müssen wissen, ob er das Dach anhebt. Sie wollen wissen, ob es sich bewegt, bevor die neue Last kommt. Ja, wenn wir den Mast absetzen und der Wind das Dach vibrieren lässt, macht das unsere Arbeit wesentlich schwieriger. Wir brauchen eine stabile Arbeitsfläche. Die Kuppel darf sich nicht bewegen, wenn wir die Bolzen reinhämmern. Er kommt runter. Es sieht gut aus. Der Mast ist an Ort und Stelle. Alles lief nach Plan. Deshalb die vielen Vorbereitungen, bevor es in die Luft geht. Ein Flutlichtmast ist also in seiner endgültigen Position. Genau. Eine große Woche für das Dach. Zuerst wird es noch gestützt, dann steht es auf seinen eigenen zwei Beinen. Und nur 2 Tage später trägt es bereits den 13 Tonnen schweren ersten Lichtmast. Richtig. Die Flutlichtmasten garantieren beste Sicht auf das Spiel, egal ob Sonne oder Regen, Tag oder Nacht. Auch sie sind Teil eines Plans, der den Fans ein unmittelbares, noch nie dagewesenes Sporterlebnis bescheren wird. Eine große Sache für Melbourne. Ja, und die Leute werden zuerst schockiert sein. Aber wenn sie auf der Tribüne Platz nehmen, werden sie etwas Einzigartiges erleben. Etwas, was es in Melbourne noch nie gegeben hat. Mit dem AAMI Park hat Melbourne ein Weltklasse-Stadion, das die Sportbegeisterung der Bevölkerung widerspiegelt. Es ist traurig, aber wahr. Häufig sind Stadien reine Austragungsorte von sportlichen Wettkämpfen.
Dabei geht es um so viel mehr als den Punktestand. Den erfährt man auch zu Hause. Es geht vielmehr darum, etwas live zu erleben, zusammen mit tausenden anderen Fans. Und genau das will dieses Stadion erreichen. Es sind nicht nur Sitze um ein Spielfeld. Die Architektur des Gebäudes will die Zuschauer an der Intensität des Sports teilhaben lassen. Ein Erlebnis, wie man es zu Hause vor dem Fernseher nicht haben kann.